Schönen guten Morgen, Leute. Was geht ab? Willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Oh, erster Test. Linse ist sauber. Hier zu Hause ist ein bisschen was los. Ich zeig's euch. Maren ist voll im Film, muss gleich ins Theater und muss das ganze Gelumpe wieder abmachen. Aber Achtung, also Triggerwarnung. Du Clown. Ja. Aber es sieht gut aus. Sieht richtig gut aus. Ja, gefällt mir. Okay. Ist cool. Gut, dass wir Halloween nicht da sind. Ja. Gut, dass wir Halloween nicht da sind, aber trotzdem Content produzieren für Halloween. Und ich finde Marens Sachen, wie sie schon immer Halloween und so gemacht hat, ist richtig cool. Ich finde auch das Setup, was sie hier gebaut hat, wo sie dreht, echt toll. Also wenn man neben dem Klo sein Make-up hinlegt und er dreht, das ist halt schon wirklich lost. Aber ja, ihr wisst ja, damit das sich auch mal regelt, wird das da gemacht. Und übrigens, das da hat auch einen großen Fortschritt gemacht, und zwar von außen. Aber lassen wir das erstmal so stehen. Wir gehen jetzt mal unten gucken. Wir gehen jetzt mal an den zwei Herrschaften, die unten auch arbeiten, hallo sagen. Guten Tag. Jetzt aber Rutti Hurti. Willst du nicht Clown mit Halskrause machen, Schatz? Ja. Das stimmt auch gut. Hier ist es so dunkel im Haus, weil es so regnerig ist. Bitte hier kein Licht anmachen. Hä? Bitte hier kein Licht anmachen. Doch, ich knall dir jetzt das Licht voll rein. Mach mal so. Das Pinke sieht nicht aus, das sieht irgendwie Clown. Also, das ist so ein Clown aus, sieht echt. Sieht irgendwie Clown aus. Komisch aus. Das ist ja ein Clown. Okay. Ja, du musst mal selber gucken, ob dir das Licht gefällt. Jawohl. Wir gucken. Warte, ja, ich stelle mich mal ganz kurz hin. Das darf halt nicht nur jetzt gleich nicht verändern. Muss das Licht so da stehen? Ist das perfekt ausgerichtet? Nö. Gut. Also, wie nach Kamera jetzt halt, ne? Ja, gucken wir jetzt gleich. Ja, das ist irgendwie Gegenlicht. Schön nah, close, ne? Ja, ja. Okay. Guckst du dir bitte an? Da musst du dabei sein. Ja, ist dabei. Ja. Kerstin, eine kurze Frage. Ja, das Was ist das hier? Das ist, wenn ich so mache und dann rausziehe, siehst du, dann passiert das. So, kommen wir zum Nebenhaus, Leute. Ja, was ist hier passiert? Unser Haus wurde verputzt. Ja, die Pützer waren da und haben unser Haus verputzt. Es muss jetzt erstmal trocken, dann kommt natürlich noch die zweite Schicht und dann wird das alles noch um das Fenster herum gemacht. Aber es hat schon mal einen großen Sprung gemacht und ich finde, optisch gesehen, ist das schon wirklich Hammer. So stelle ich mir das vor. So stelle ich mir wirklich das vor. Ja, wegen dem Problem oben auf dem Dach mit den Dachfenstern, da haben wir jetzt noch nichts gehört und bisher waren auch noch nicht die Dachdecker da. Das heißt, guck mal, es regnet. Wir gehen jetzt live gucken. Komm. Scheiße. Sieht man den? Ja. Ja, Mann? Ja, okay. So sieht das aus, wenn die drehen. Keine Ahnung, warum das Ding nicht funktioniert. Ist es an? Nee, nee, ist nicht eingesteckt. Ah. Bedienerfehler. So, gehen wir mal gucken, denn es regnet, ja. Wenn ein Fenster eingebaut wird, müsste es ja dicht sein, oder? Sehe ich das falsch? So, ne. Hier habt ihr genau die... hier kommt es auch hoch. Da kommt es auch durchs Mauerwerk. Und hier seht ihr es eiskalt komplett alt. Ja. Da läuft es... Ja, toll, dass ihr das jetzt so gut sehen könnt. Geht's mal hier hin. So, da könnt ihr es sehen. Es tropft wie wild. Einfach komplett durch. Und ist komplett undicht. Das ist das, was ich meine, Leute. Das ist das, was ich A, nicht verstehe. B, natürlich auch gleichzeitig, ich bin froh über diese Aufnahmen und dass wir vloggen. Hier, zweites Fenster bei mir.
tropft wie wild durch und kann ja nicht sein. Also wenn ein Fenster eingebaut wird und oben die Teerpappen drauf sind, zum... Hier kommt es auch durch. Ja. Hier kommt es auch durchs Mauerwerk durch. Komplett. Hier auch. Dritte Fenster undicht. Ganze Badezimmer ist nass. Ja, hier ist kein Dachfenster, also kann es ja auch nicht undicht sein, aber da oben an der Wand ist es undicht. Sehe ich noch irgendwas? Da oben an der Wand, hier tropft es auch runter. Hier, ja. Kommt alles durch den, kommt es komplett durch. Ja, und das ist etwas, wo ich mir sage, das kann doch nicht sein, Leute. Das kann nicht sein. Das Dach ist eingedeckt, das Flachdach, die Fenster werden ja nicht eingebaut. Das wird ja nicht so eine Kuppel da gezogen, wo das Fenster draufkommt, bevor man es nicht abgedichtet hat. Also was will man denn jetzt da machen, wenn das Fenster eingebaut ist? Das verstehe ich nicht. Dann geht man ja nicht mehr mit dem Brenner dran. Hier übrigens auch undicht. Also das heißt zwischen Flachdach und Mauer hier oben auch komplett undicht. Ja, da fängt man ja nicht an, dann wieder Schweißbahnen da zu ziehen. Also für mich ist das wirklich sehr kurios. Ich habe Bilder davon gemacht und ich will nicht hoffen, dass das größere Probleme sind, dass der Dachdecker da Mist gebaut hat. Und zwar großen Mist. Ich versuche das jetzt mal hier aufzunehmen. Klein Eufi schläft. Hallo. Hallo Maus. Da. Da drüben könnt ihr es sehen. Da steht das Wasser. Es ist abgedichtet. Es läuft einfach durch. Ja, also es ist absolut ein Witz. Absolut ein Witz. Ist noch mehr undicht. Du gehst jetzt quasi ins Haus rein und es läuft dir im Wohnzimmer oben an der Decke runter. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt und zwar wie ein Flitzebogen. Also für einen Zirkus würde es reichen. Ich würde 5 Euro zahlen. Ja, finde ich gut. Also mehr würde ich jetzt nicht zahlen, also dann finde ich das jetzt. Kannst du ganz kurz mal dein Handy geben, weil meins darf ich nicht abmachen. Okay. Schade. Okay. Musst du jetzt den Look ändern? Ja, ich muss jetzt alles abschminken. Warte, ich mach's dir auf. Boah, ey, alles abschminken? Alles abschminken. Wie viele Looks machst du denn? Hä? Wie viele Looks machst du denn? 3. Und jedes Mal nur schminken? Ja. Jetzt mache ich eine Hexe. Leute, das ist Power. Das ist Power, den man gibt. Achso, mehr muss ich ja nicht aufmachen. Das wäre hinten auch komplett zu. Nee. So, jetzt Leute, wird geschnitten und dann sehen wir uns gleich. So, dann Taxi Mama Peachy, bringe uns... Turbo Speed, zu dem kleinen Mann bitte. Komm, es ist dir letztens auch passiert. Richtiger Vorführeffekt gerade. Es ist dir letztens hier auch passiert. Hier geht gar nichts gerade. Scheiß Auto. Nein. Will der mich veralbern? Und jetzt? Hab ich eben gemacht. Jetzt ich ist er ja an. Schon was länger mit dem jetzt Auto. Jetzt ist er an. Jetzt kannst du auf D. Und jetzt kannst du fahren. Du hast nur die Zündung immer angemacht. Weißt du, was meine Mutter jetzt sagen würde? Meine Mutter würde sagen, Bob Panz, du lenkst mich auch ab, du machst mich verrückt. Doch, meine Mutter hätte darin die Schuld gesucht. Ja, ja, 100 Pro, oder Mama? Ist immer Anwenderfehler. Ja. Ist dir letztens auch passiert? Nee. Obwohl, nee, da saß ich neben dir. Ich habe nur gedacht, dass er aus wäre, weil das Display noch nicht an war. Ja, wir fahren ja auch hier gerade mit einem höchst illegalen Fahrzeug rum. Ja. Das ist der Mama Peachy Porsche. Ich habe höchst illegal gesagt. Ach, höchst illegal. Ich höchst schon... illegal. Dein illegal? Auto gibt's ja nicht. Ach so, ja, stimmt. Ja. Das ist wieder eine andere Geschichte. Was macht Tobi eigentlich so den ganzen Tag? Ich schlage mich mit Problemen rum, die die Welt nicht braucht, Leute. Das heißt, ich bekomme einen Anruf. Wie, sie haben ein zweites Auto? Ja. Ja. Der ist aber nicht bei uns versichert. Sag ich, natürlich. Eine Bestätigung von Ihnen. Nein, der ist hier nicht bei uns in der Datenbank.
Ja, sag ich, mir ist auch schon aufgefallen, dass sie nicht abbuchen dafür, aber was soll ich jetzt daran tun? Also, wenn ihr euer Geld nicht wollt, dann, ja, aber wir haben den ja auch gar nicht, sag ich. Hören Sie mal zu. Wir haben eine EVB-Nummer bekommen, ja? Also, wir haben ja uns jetzt nicht ein Kennzeichen selber in der Garage gedruckt. Und hin und her, aber so total auf lustiger Basis halt, ne? Also jetzt nicht irgendwie Stressfaktor 1000, aber das sind halt so Sachen, die irgendwie passieren, wo selbst der Versicherungsmakler sagt, das ist mir noch nie unter die Augen gekommen. Original, in, was weiß ich, 20 Jahren? Ja, ich habe gesagt, Pleiten, Pech und Pannen. Guten Tag, Tobias Wolf mein Name. Ja. Das geht hier. So, jetzt haben wir den Kleinen ab aus der Kita. So, ich bin aber jetzt endlich wieder in meinem Auto. Es hat doch noch gerade ein bisschen länger gedauert. Da gab es wohl noch zwei, drei Sachen, die aufgefallen sind an meinem Wagen. Wie zum Beispiel, Herr Wolf, wo ist denn Ihr Warndreieck? Und ich so, hä, was soll mein Warndreieck sein? Ich habe noch nie an diesem Fahrzeug das Warndreieck benutzt oder gebraucht. Ja, Pustekuchen. Ist aber nicht mehr da. Ja, so, ne, irgendwelche Themen dann da gerade noch bequatscht, was war. Und Scheibenwischer waren nicht lieferbar. Die lasse ich auch einmal im Jahr wechseln, weil für mich ist eine gute Sicht das A und O. Und wenn es so stark regnet oder da manchmal so eine Schmiere drauf ist oder so, boah, ne. Das ist auch für mich dann anstrengender, abends Auto zu fahren, wenn ich kaum was sehe und dann kommt noch das Gegenlicht von dem blendenden Verkehr und sowas. Ah, nee, gar keinen Bock drauf. Naja, auf jeden Fall Auto wieder, alles gut, alles heile, alles wunderbar und jetzt geht's ab nach Hause zum Kleinen. Ach so, wo ich gerade hier stehe, was geht mit dem alten Mann ab? Digga, der fährt einfach in der Einbahnstraße komplett los, der... Was macht der? Das muss man nicht verstehen, oder? Jetzt zieht er da durch. Ey, es gibt Leute, ne, im Straßenverkehr. So, wir sind mittlerweile angekommen. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. King Fusion. Und wir essen jetzt lecker und danach geht's für uns ja ins Theater. Wir haben uns schick gemacht, wir waren gerade noch ein bisschen shoppen und ja, ganz entspannt werden wir jetzt gleich den Abend genießen. Ich freue mich, ich bin richtig gespannt. Das Stück heißt Gott und ich werde euch gleich mal ein kleines Feedback geben. Ich persönlich war noch nie im Theater, deswegen ich bin mal wirklich sehr, 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 obwohl kann man Blue Man Group Show als Theater, nee, gab es nicht als Theater, ne? Keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Und es wird gut, jetzt werden wir erstmal was schön essen und dann melde ich mich gleich. So, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Es ist gerade sehr windig und etwas frisch um die Bubis rum, aber ansonsten alles gut. Ja, Celine und ich sind jetzt gerade auf dem Weg. Geht jetzt rein. Kamera kann ich natürlich nicht mit anmachen, aber ich weiß gerade nicht, was ich sagen wollte. Aber ich kann euch gleich auf jeden Fall sagen, wie es war. So. Und ja. Schauen wir mal, was wird. Ich glaube, es wird gut. Kein Haus, weil ich selber auch noch. Ich war noch in gar keinem. Das ist dann auch ein anderes Foyer. Ah. So, ich bin zu Hause angekommen wieder. Das war ein wilder Abend. Nee, es war wirklich mega cool. Wir haben uns das Stück Gott ja angeschaut. Mein erstes Theaterstück. Und es ging 2 Stunden. Ich war am Anfang war ich so, Und es hat mich so krass gefesselt. Das war richtig krass. Also es war wirklich ein richtig gutes Theaterstück. Ich fand halt auch so von den Schauspielern, wie die das wiedergegeben haben und alles, das war schon nicht schlecht, das war schon echt sehr gut. Ja, ich will gar nicht so viel verraten, ich weiß nämlich gar nicht, wie das ist mit Theaterstücken, ob es die nur irgendwie in einer Stadt gibt oder in mehreren oder wie auch immer. Ich bin auch immer so, ich spoiler halt voll und habe ich gar keinen Bock drauf. Aber es ging prinzipiell darum, um einen Mann, um einen älteren Mann, 78 Jahre alt, und der hat den Wunsch, selber zu bestimmen, dass er von dieser Erde geht. So. Und dann werden ganz viele verschiedene Meinungen eingespielt.
und Gründe, warum ja, warum nein. Und man selber soll sich ein Urteil bilden und am Ende stimmt man ab, ob er sterben darf oder nicht, weil er das ja von sich aus will. Und ja, das war schon, ich fand, das war auch sehr emotional tatsächlich. Also auf jeden Fall ein Stück, was mich persönlich hin und her gerissen hat die ganze Zeit, weil ich fand es total verrückt einfach, wie da argumentiert wurde. Und ja, man hat in der einen Sekunde gedacht, ja, in der anderen Sekunde nein. Und dann wieder ja, dann wieder nein. Also es war ganz, ganz, ganz wild. Und ja, also es war ein wirklich wildes Stück. Aber es hat Spaß gemacht, im Theater zu sein. Ich glaube, das war jetzt nicht das letzte Mal. Wir haben gut gegessen davor. Das ist auf jeden Fall cool. Ich glaube, das wäre auch was für Tobi gewesen, das Stück. Deswegen, ja, also eine Empfehlung. Das Theaterstück hieß, wie gesagt, Gott. Und ja, war sehr gut geschauspielert. Das war wirklich gut gemacht. Und ja, ich bin jetzt, wie gesagt, zu Hause in meinem cozy Ding hier, muss mich noch abschminken und werde jetzt schlafen gehen. Deswegen sage ich an dieser Stelle gute Nacht. Wir sehen uns morgen und ja, schlaf gut. Tschüss.